Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich einen PC. Den habe ich hier auf dem Schrottplatz gefunden, so wie er hier steht, mit all seinem Innenleben. Da sind ein paar ganz interessante Sachen drin. Da kann ich gar nicht sagen, ob der funktioniert, aber irgendjemand mochte den nicht mehr und hat den beim Elektroschrott entsorgt. Zuerst zeige ich mal, welche Komponenten und Bauteile hier eingebaut sind. Das sind teilweise recht hochwertige Bauteile. Und dann versuche ich, das Gerät mal instand zu setzen und guck mal, was hier kaputt ist und warum der entsorgt wurde. Das Gehäuse ist ein cooler Master-Gehäuse. Das hat hier jede Menge Löcher drin, ist also ganz gut belüftet, hier auf der Seite auch. Oben sind auch jede Menge Löcher drin. Da kann man nochmal Lüfter einbauen. Hier neben hat es diese Schnellspanner, da kann man Festplatten oder optische Laufwerke reinbauen und kann die dann relativ schnell hier wieder arretieren oder hier rausnehmen. Das Gehäuse ist ein ganz aktuelles Gehäuse. Das ist das Cooler Master N300, so wie das hier abgebildet ist. Und hier links sieht man dann das Original. Liegt so bei 50 Euro ohne Netzteil. Das Netzteil, das hier unten eingebaut ist, ist ein Be Quiet Netzteil, nennt sich System Power 7, Modellnummer SU7 350 Watt. Das dürfte hier drüben das sein. Das ist hier bei Heisemann bewertet, hat 96% bekommen, also ist ein sehr gutes Netzteil, mal vorausgesetzt es funktioniert, und liegt so zwischen 30 und 40 Euro. Das Mainboard ist ein MSI, ein FM2 A75MA-P33. Das ist das, was hier drüben auf der MSI-Seite da zu sehen ist. Das ist für AMD-Prozessoren, unterstützt hier AMD A10, A8, A6 und A4. Auch noch ein aktuelles Mainboard. Zwei RAM-Module sind hier auch noch drin. Mal gucken, welche das sind. Das ist hier von Ballistix. Das sind 4 GB DDR3-Module. Hier oben ist noch das optische Laufwerk eingebaut, wahrscheinlich ein DVD-Brenner, ist an SATA angeschlossen. Sowas hat natürlich keinen echten Wert. Und hier war wahrscheinlich mal die Festplatte eingebaut. Hier hängt noch der Stromstecker und hier das rote Kabel ist dann das Anschlusskabel ans Mainboard. Das liegt da einfach so drin. Die hat der Vorbesitzer oder derjenige, der es weggeschmissen hat, hier schon mal ausgebaut. Das ist schon mal sehr gut. Aber was er vergessen hat, ist unten die SSD auszubauen. Hier unten, da ist noch eine SSD eingebaut, die ist ganz unten auf dem Boden an das Gehäuse rangeschraubt. Das hat derjenige entweder vergessen auszubauen oder vielleicht ist die SSD auch kaputt, aber ich tippe mal drauf, dass er es vergessen hatte, weil hier hängt noch das Kabel drüber, das sieht man auch sehr schlecht und das ist eine Crucial SSD. Das hier ist die SSD, die da eingebaut ist. Ich habe sie mal ausgebaut und so sieht die dann aus. Das ist eine M500 von Crucial, ist aber eine 120 GB SATA SSD. Mit 6 Gigabit pro Sekunde, also ist keine 500 Gigabyte SSD, schade. Und das ist diese hier, die wird wahrscheinlich auch mal so um die 90 Euro gekostet haben. Ich werde das Gerät mal einschalten und bevor ich das mache, probiere ich natürlich mal aus mit einem Netzteiltester, ob das Netzteil funktioniert oder ob da irgendwelche Spannungen fehlen oder erhöht sind. Und da mache ich erstmal die Kabel hier ab. Ich habe das Netzteil jetzt mal an den Netzteiltester angeschlossen mit den Kabeln, die hier so zu sehen sind. Einmal mit den Mainboard-Kabeln und einmal hier mit einem normalen SATA-Stromstecker. Und alle anderen Verbindungen zum Mainboard vom Netzteil hin oder auch zu den Komponenten habe ich jetzt hier getrennt. Also ist nur noch der Netzteiltester angeschlossen. Netzteil steckt in der Steckdose, der Schalter ist aus und ich schalte es mal ein. Und das sieht sehr gut aus, das sieht nach stabilen Spannungen aus. Bei den 5 Volt habe ich 5,2 Volt, bei den ersten 12 Volt 12,1, bei 3,3 Volt 3,4, das ist immer ein bisschen höher, das ist gut so. Niedriger sollte es bei den Netzteiltestern hier gar nicht sein. Und hier unten die minus 12 Volt, die stimmen auch, die plus 12 Volt, die zweite Leitung stimmt auch. Und ganz wichtig, die 5 Volt haben 5,1 Volt, das ist auch okay, wenn da 4,8 sind oder 4,7, dann funktionieren die Mainboards meistens nicht, die kommen damit nicht zurecht. Das sollte 5 Volt oder höher sein. Als nächstes habe ich jetzt wieder das Netzteil an das Mainboard angeschlossen. Einmal hier das 24-polige Kabel und hier die zusätzliche Stromversorgung, diese zwei Kabel. Laufwerke sind da keine angeschlossen, die RAM-Module stecken drin. Die CPU ist hier aufgesteckt und wackelt auch erstmal nicht. Und ich habe alle anderen Kabel abgemacht, also USB 3, USB 2, Front-USB habe ich rausgezogen. Habe auch die Lüfter rausgezogen und Front-Audio. Wenn ab und zu vorne in den Front-USB-Stecker ein Kurzschluss drin ist, da hat zum Beispiel jemand einen USB-Stick reingesteckt und verbogen, dann kann natürlich sein, dass dieser Kurzschluss vorne sich hier drauf auswirkt. Deswegen habe ich die ganzen zusätzlichen Kabel, die man jetzt hier nicht braucht, mal entfernt.
Den PC habe ich jetzt hier drüben an den Monitor angeschlossen, den man da sieht. Und der Stromstecker steckt jetzt auch hinten im Netzteil drin. Ich schalte mal ein. Da passiert natürlich erstmal nichts. Ist auch immer schon mal gut, dass es nicht raucht oder sowas. Und dann schalte ich ihn jetzt mal vorne ein. Der Taster ist hier bei diesem Gehäuse immer ein bisschen fummelig zu erreichen. Ich starte den Rechner mal neu. Da habe ich eben auf Reset gedrückt und gehe mal ins BIOS. Der Rechner ist jetzt im BIOS und läuft schon so seit einer halben Stunde. Die Temperatur oben 56 Grad, die bleibt konstant. Also ein Schaden am Prozessor, Prozessorkühler, ein Problem mit der Überhitzung hat der Rechner jetzt hier auch nicht. Und da sieht man, wie viel Speicher der hat, sind 8 GB. Es ist drin ein AMD A8 6500 mit 3,5 GHz. Es ist schon wirklich merkwürdig, was manche Leute auf den Müll werfen. Das ist ja auch nicht irgend so ein Billigkram hier drin, das ist ein Marken-Mainboard. Marken-RAMs, Marken-Netzteil, Marken-Gehäuse und dann noch eine SSD dabei. Und die schließe ich jetzt mal an. Ich habe jetzt die SSD hier angeschlossen an Strom und an Daten und hier oben das optische Laufwerk auch. In das optische Laufwerk habe ich mal eine Boot-CD reingetan, eine Linux-Boot-CD. Und dann schalte ich das mal ein. Da habe ich jetzt hier so ein Boot-Menü bekommen und kann mir aussuchen, von was ich boote. Da hat es einmal gefunden die Built-in-AFI-Shell, also über das BIOS, und dann hier das DVD-Laufwerk. Da suche ich mir erstmal das DVD-Laufwerk aus. Und das funktioniert. Das ist die Ultimate Boot-CD, die habe ich schon öfter mal gezeigt in Videos. Von der kann man booten und dann den Rechner prüfen zum Beispiel. Und ich gucke jetzt mal, ob er auch von der SSD bootet. Ich habe den Rechner resettet und habe wieder mit F11 mir mein Boot-Menü aufgerufen. Dieses Boot-Menü, das kriege ich über das BIOS, das wird also über das UEFI-BIOS hier eingeblendet. Und jetzt habe ich diese beiden Boot-Optionen, nämlich mal das erste UEFI-Boot. Und da funktioniert das nicht. Da will er jetzt nicht von booten, da kommt er jetzt nicht mit zurecht. Vielleicht hat die SSD einen Defekt, vielleicht ist da auch einfach nur das Betriebssystem gelöscht oder beschädigt. Ich schließe die mal an so einen externen Adapter hier an und stecke die hier drüben mal an das Notebook, da ist Windows 10 drauf. Schließe ich mal als zweite Platte oder zweite SSD an, guck mal, was da drauf ist, und in der Zeit nehme ich hier mal die Batterie raus vom Mainboard und resette das BIOS. Die CMOS-Batterie, das ist diese hier, das ist nur eine normale Knopfzelle. Und ich ziehe den Stecker nochmal raus und in der Zeit kann sich das BIOS hier zurücksetzen. Bei den meisten Mainboards befindet sich neben diesem Knopfzellenhalter nochmal ein Jumper. Hier unten ist der, da steht meistens BAT drauf für Battery. Den muss man kurz schließen, bei diesem Mainboard ist es genauso. Ich habe da eben im Hardbuch mal nachgeguckt, um das CMOS zu löschen. Meistens geht auch die Batterie rausnehmen, aber wenn es im Handbuch so drin steht und sicher ist sicher, dann nehme ich mir oben einfach mal einen Jumper weg. Der Rechner ist natürlich jetzt ausgeschaltet. Und dann stecke ich den jetzt hier mal drauf und guck mal nach der SSD. Ich schließe hier die SSD mal an mein Notebook hier drüben an. Das steht hier drüben, wird mit USB 3 angeschlossen. Und siehe da, das wird direkt erkannt. Ich schau mal, was da auf der SSD drauf ist. Das sind hier zwei Partitionen. Einmal systemreserviert und Laufwerk E. Und da kann ich drauf zugreifen. Ich guck mal, wie groß diese Partition oder die Platte ist, sind 120 GB, 86 GB sind belegt, also da hat jemand anscheinend seine Daten draufgelassen. Ich schau mal mit WinDirStat, was auf der SSD drauf ist. Da klicke ich mal das Laufwerk an und WinDirStat ist ein kleines Programm, das kann den Inhalt von der SSD oder von der Festplatte grafisch darstellen. So sieht die SSD dann aus. Da ist einmal Windows drauf, da sind jede Menge private Daten drauf, hier JPEG-Dateien. Also da hat jemand seinen Rechner entsorgt und hat eine funktionierende SSD drin gelassen und auch noch da die ganzen Daten drauf gelassen. Ich kann hier die SSD auch überprüfen mit den Windows-eigenen Tools. Da klickt man hier auf Prüfen und dann auf Laufwerk scannen und dann wird die SSD auf Fehler gescannt und eventuell dann repariert. Die SSD wurde erfolgreich gescannt und da sind keine Fehler drauf. Und jetzt kann ich die hier unten wieder auswerfen und kann die hier dann abziehen und dann baue ich die wieder in den Rechner ein. Die SSD habe ich wieder eingebaut und angeschlossen. Jetzt mache ich auch eine neue Knopfzelle rein. Das ist so eine 2032. Der Rechner ist ja bestimmt so 3 Jahre alt und da bietet sich das schon an, eine neue Knopfzelle reinzumachen. Ich habe die Jahreszahl auch hier draufgeschrieben, 17, da weiß man, wie alt die ist.
Ich habe den Rechner wieder eingeschaltet und da kommt jetzt ein anderes Bild als vorhin. Das ist aber ganz normal. Ich hatte das CMOS ja zurückgesetzt, da ist das meistens so. Da zeigt er nochmal eine Meldung an. Ich habe jetzt F1 gedrückt, um weiter zu booten von der SSD. Eine CD ist in dem Rechner nicht drin. Dann kommt hier eine Fehlermeldung, EFI Shell Version 2.31 und so weiter. Device, Mapping Table, bla bla bla. Und dann kann man hier was eintippen, bringt aber alles nichts, bootet nicht von der SSD. Das ist wohl ein Problem, was öfters bei MSI Mainboards auftaucht. Ich mache den Rechner mal aus und verbinde mal die SSD mit einem anderen Stromkabel und mit einem anderen SATA-Kabel und einem anderen SATA-Port. Ich habe die SSD mit einem anderen Kabel, diesem roten, angeschlossen und zwar an den SATA-Port, wo vorher das optische Laufwerk war. Da hatte ich das ja probiert und das ging ja, das hat ja funktioniert, da konnte man von booten. Und ich habe auch einen anderen Stromstecker von hier unten genommen. Der Rechner ist wieder eingeschaltet, hat aber auch nicht funktioniert. Jetzt kommen noch mehr Fehlermeldungen und ich gehe mal ins BIOS und gucke mal, ob ich da was einstellen kann. Jetzt bin ich wieder im BIOS und kann mal hier die Werte angucken. Ich hatte ja die CMOS-Batterie rausgenommen und dann kann man davon ausgehen, dass sich da alles zurückgesetzt hat, also im Default ist, dass da nichts mehr verstellt ist, dass es höchst kompatibel sein sollte also. Und hier gibt es Datum und Zeit, das habe ich wieder eingestellt. Und hier unten sieht man auch an SATA Port 6, da findet er auch die Crucial, das ist ja schon mal sehr gut. Und was man noch einstellen kann und überprüfen muss bei diesem EFI Shell Fehler, ist hier der Boot-Modus. Das muss hier Legacy und UEFI am besten sein. Wenn ihr Boot-Probleme habt, habt zum Beispiel Windows 10 auf der Platte und hier steht nur Legacy, dann bootet euer Windows 10 nicht. Umgekehrt ist es auch so, wenn ihr Windows 7 habt und hier steht nur UEFI, dann bootet auch Windows 7 nicht. Windows 7 kennt kein UEFI-BIOS und dann stellt man am besten mal beides ein, wenn das BIOS das anbietet. Hier ist es ja der Fall. Ein Punkt, den man kontrollieren sollte, wenn man dieses Problem hat mit dieser EFI-Shell bei MSI-Boards oder auch bei anderen, ist hier diese Option Windows 8 Konfiguration. Da klickt man drauf und dieses Windows 8 Feature, das sollte disabled sein, dann ist es kompatibel mit Windows 7 und vermeidet wohl anscheinend diesen EFI-Shell-Fehler. Da gehe ich wieder raus, gehe auf Save and Exit und dann habe ich hier Save Changes and Reboot. Das ist hier diese zweite Option. Hier unten gibt es auch noch andere, da kann ich hier Boot Override machen. Einmal diese Crucial, einmal Built-in Shell. Ich nehme mal das normale, das zweite von oben, Save Changes and Reboot und starte den Rechner mal neu. Und da bootet jetzt ein Windows 7, ja, es ist Windows 7 von der SSD und da hat man jetzt den Desktop von dem vorherigen Besitzer. Der hat also gar keine Daten gelöscht, da hat sich nur das BIOS verstellt, da muss man auch nochmal ein Update machen. Da poppen jetzt diverse Fenster auf und so wie das ausschaut, sind da auch seine ganzen Daten drauf. Ich habe den Rechner jetzt mehrfach hoch und runter gefahren, funktioniert ganz stabil. Das einzige Problem war wohl dieses SATA-Kabel gewesen oder die Einstellung im BIOS. Und dann hat er wieder funktioniert. Da hat also jemand seinen Rechner weggeschmissen, obwohl er den in 15 Minuten hätte irgendwo reparieren lassen können bei jemand, der sich mit auskennt. Das muss er wirklich nicht sein. Das hat er auch noch gemacht mit einem funktionierenden Windows 7 drauf. Das fährt man einfach hoch, sind alle Standardprogramme da, ist auch aktiviert. Sind auch ein paar eigene Daten drauf. Dummerweise kann man auch nicht rausfinden, wem der jetzt vorher gehört hat. Sonst würde ich den mal ansprechen, ob er das noch braucht alles hier, ob er seine SSD noch braucht oder seine Daten noch braucht. Aber der Rechner ist wohl von 2014, da ist diese Windows-Installation passiert, da wurde das drauf installiert und der ist 3 Jahre alt, also wirklich zu schade zum Wegschmeißen. Das ist wirklich eine Wegwerfgesellschaft heutzutage, nach 3 Jahren schmeißt man ein funktionierendes Gerät weg, wo man nur 15 Minuten Arbeit rein investieren muss und kauft sich ein neues. Ich habe jetzt in den Rechner ein Windows 10 USB-Installationsstick reingesteckt. Hier hinten sieht man jetzt nicht im Video. Habe ich von gebootet. Ich habe vorher im BIOS diesen UEFI-Modus eingestellt und den Legacy-Modus ausgestellt. Und jetzt hat er hier gebootet. Jetzt kann ich die SSD löschen und formatiere die einmal. Und dann sind alle Daten weg und Windows 10 läuft da drauf. Fazit ist, wenn ihr mal auf dem Schrottplatz seid, guckt mal im Elektroschrott, ob da für euch was dabei ist, irgendwie ein PC, kann man vorher reinschauen, was er so in etwa hat, dann fragt mal den Betreiber oder den Besitzer von dem Schrottplatz, was er dafür haben möchte, die verkaufen das ja auch, die handeln ja damit wie mit jedem anderen Schrott. Manchmal findet man solche Geräte oder auch Monitore, andere Elektrogeräte ja auch am Straßenrand, wenn Sperrmüll ist. Manche stellen die raus auf die Straße, hängen dann so ein DIN A4-Zettel dran zum Mitnehmen und die geben dann quasi ihr Eigentum auf. Die bieten es ja dann an, teilweise sind da immer gute Sachen dabei. Gut, eine Mikrowelle oder einen alten Kühlschrank braucht man mit Sicherheit nicht, aber in so ein PC oder auch ein Notebook kann man immer mal reingucken.
Warum hier aber jemand einen 3,5 Gigahertz Rechner, einen aktuellen, also der 3 Jahre alt ist, das ist immer noch aktuell, wegschmeißt mit einer SSD drin, mit 8 GB RAM, mit USB 3 und alles, was man braucht, gutes Netzteil, eigentlich auch gutes Gehäuse, das ist wirklich fraglich, das ist wirklich eine Wegwerfgesellschaft, eine Wegwerfmentalität, sollte so eigentlich nicht der Fall sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr nur Fragen habt, schreibt die unten in die YouTube-Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Und guckt mal unten in die YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr noch weitere Tipps und Tricks, Links zu Ersatzteilen. Dann findet ihr auch den Link zur Seite tooltime.de, die seht ihr hier drüben. Auf der Seite tooltime.de findet ihr noch hunderte andere Artikel zum Thema PCs, zum Thema Notebooks, Drucker, wie man Festplatten klont, wie man Handys aufschraubt und repariert, wie man Monitore repariert. Schaut euch einfach mal um, da sind mit Sicherheit auch noch Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instand setzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.